Berufungen unserer Schwestern. Wie Gott Menschen in seinen Dienst ruft, ist immer spannend und einmalig. Schwester Ruth Schäfer aus Rodewisch wollte 1948 zu einer Jugendfreizeit nach Woltersdorf fahren. Es wurde eine abenteuerliche Fahrt und ein unvergessliches und entscheidendes Erlebnis für sie. Schwester Ruth erzählt selbst: Wir freuten uns über die Zusage zur Rüstzeit. Mit einem Bibelwort aus Jeremia 31, 9. Wir schlugen die Bibelstelle auf und wunderten uns. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu den Wasserbächen führen. Sie werden weinend kommen. Na, das gilt nicht für uns. Das lassen wir einfach weg. So sagen wir. Wir freuen uns, dass Gott uns leiten will. Wir fuhren bis in die nächste Stadt. Von dort aus wollten wir mit dem Carlex nach Berlin weiterfahren. Doch für diesen Zug brauchten wir eine Zulassungskarte. Da sollten wir uns anstellen und warten. Meine Schwester machte es. Sie sammelte unsere Fahrkarten und Ausweise ein und das große Warten begann. Als mittags der Zug kam, gingen wir zur Sperre. Doch plötzlich merkte meine Schwester, dass ihre Brieftasche mit sämtlichen Ausweisen, Fahrkarten und dem Geld weg war. Oh weh, das war ein Schreck. Was sollten wir tun? Vor unseren Augen fuhr unser Zug ab. Wir schauten traurig hinterher. In diesem Moment kamen mir doch ein paar Tränen. Am nächsten Tag gingen wir dann wieder zum Bahnhof und bekamen die Zulassungskarten. Als wir durch die Sperre wollten, hieß es plötzlich: Ausweise bitte. Wir hatten keine. Wir redeten mit den Polizeibeamten und erklärten ihnen unsere Lage. Aber sie sagten, es ist gefährlich, in dieser Zeit ohne Ausweise zu reisen. Draußen stand der Zug. Wir wollten mit. Endlich sagten sie, na dann fahrt halt los. Wir rannten und nachdem die Letzte die Tür geschlossen hatte, fuhr der Zug ab. Geschafft. Ab Leipzig bekamen wir Sitzplätze. Uns gegenüber saß ein Mann, mit ihm kamen wir ins Gespräch. Er erfuhr, wohin unsere Reise ging, und plötzlich sagte er unvermittelt: Da, wo ihr hinfahrt, da gibt es mehr Wasser als in eurem Gondeldeich in Rodewisch. Woher wusste er unsere Heimatadresse? Erstaunt sahen wir uns an. Er deutete lächelnd auf die Adressen auf den Kofferschildern. Es war leicht, unsere Daten zu erraten. Was Schwester Ruth dann noch erlebt hat auf dieser Reise, das ist immer weiterhin spannend. Sie können sich freuen auf diesen Abschnitt. Schwester Ruth Schäfer. Musik